Hallo du und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, es ist mal wieder Zeit für ein Erklärvideo auf diesem Kanal. Wenn du dir also mehr davon wünschst, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen. Ich möchte dir heute passend zum Winter genauer erklären, was Schattenarbeit ist. Wir sind nämlich gerade in der dunkelsten Jahreszeit angekommen, für die, die es noch nicht gemerkt haben. Denn diese Dunkelheit hat nicht nur Einfluss auf uns Menschen, sondern auch auf Tiere und Pflanzen und alle Lebewesen hier auf diesem Planeten. Alle kommen nämlich zur Ruhe und kehren sich nach innen. Die Energy wird ziemlich low. Aber was genau ist jetzt Schattenarbeit? Ja, und im Endeffekt ist Shadow Work, wie es das Wort schon sagt, die Arbeit mit deinem Schatten. Wir bestehen nämlich nicht nur aus Licht und Liebe und Furzen Regenbogen, sondern haben auch eine dunkle Seite in uns. Wir sind wütend, traurig, schämen uns oder haben Angst. Und anstatt diesen Schatten mit Liebe zu begegnen, wenn er da ist, und als Chance zu nutzen, um zu wachsen, verdrängen wir diesen Teil in uns, laufen davor weg, fangen an, stundenlang darüber zu grübeln und halten uns in Gedankenschleifen gefangen. Oder noch besser, geben anderen die Schuld. Ja, aber so ein Schatten, der lässt sich nicht so leicht abschütteln. Egal wie weit wir weglaufen oder ihn in uns vergraben. Wir werden ihn nicht los. Und wenn wir das gecheckt haben, dann haben wir schon mal den ersten Step geschafft. Denn vielleicht erkennen wir auch dann, dass dieser Schatten eigentlich etwas sehr Positives für uns ist. Ja, und im Grunde fasst das Schattenarbeit gut zusammen. Werde dir über deine unbewussten Muster bewusst. Der Schatten ist nämlich nur ein Tool, das, wenn du von deinem Weg abkommst oder eben Muster und Programme in deinem Leben immer wieder durchläufst und dich nicht weiterentwickelst, dann meldet sich dein Schatten und der zeigt dir dann, wo du dich noch entwickeln kannst. Fühlt sich zwar nicht sehr angenehm an, aber ist sehr effektiv. Denn um was es hier auf diesem Planeten geht, ist Evolution. Mit sich in Einklang zu kommen, den inneren Frieden zu finden oder seine innere Mitte. Ja, und deinen Mustern und Programmen bewusst zu werden, heißt, deine Glaubenssätze und dein Glaubenssystem zu erkennen, also bewusst zu machen. Und wenn es dir bewusst ist, kannst du auch was verändern. Das heißt, bei Schattenarbeit beobachtest du dich selbst. Sei dein eigenes Forschungsprojekt und roll deine Vergangenheit auf und prüfe, welche negativen Glaubenssätze du in deinem Leben entwickelt hast, in welchen Mustern und Programmen du letztendlich schon dein ganzes Leben gefangen bist. Und für diejenigen, die noch nicht verstanden haben, wie sehr wir wirklich in Programmen gefangen sind, hier die Erklärung. Wenn wir geboren werden, dann sind wir ganz. Doch diese Ganzheit ist von kurzer Dauer. Wir sind als Kinder nämlich komplett von unserem sozialen Umfeld abhängig. Unsere Eltern erziehen uns, damit wir in unser soziales Umfeld passen. Sie maßregeln uns und schreiben uns vor: Also so darfst du dich nicht verhalten, sonst findest du ja gar keinen Anklang in der Gesellschaft. Diese Eigenschaften, die du hier an den Tag legst, inakzeptabel. Inakzeptabel, sag ich dir. So wirst du nicht geliebt. So wird das jetzt deine Mama nicht zu dir gesagt haben, aber im Kern fühlt es sich so an. Ja, und mit der Zeit fängst du dann an, dich halt so zu verbiegen, damit du akzeptabel für die Gesellschaft bist und geliebt wirst und verleugnest Teile von deinem Selbst, auch deine Schatten. Weil wütend sein, das darf man nicht. Weinen, das machen nur Schwächlinge. Und so schluckst du deine ganzen Schatten runter. Und meine Freunde, glaubt mir, die Schatten in euch, die sind wütend. Die sind wütend, dass wir die jahrelang unterdrückt haben oder weggelaufen sind für ihn. Die wollen raus, die wollen gefühlt werden. Ja, und jetzt nehmen wir mal an, noch ein bisschen konkreter zu werden, was es mit den Glaubenssätzen auf sich hat. Nehmen wir an, du sitzt auf irgendeiner Dimension und denkst dir, oh, der Planet Erde, den will ich mal ausprobieren und möchte da mein volles Potenzial leben. Und ich habe hier was Großes vor. Dann kommst du hier auf Planet Erde mit einem Haufen von Potenzialen und bist eigentlich ein selbstliebender, selbstbewusster Mensch, den du hier auch ausdrücken möchtest. Und dann kommst du in eine Familie, die sagt, Kind, wenn du nur schlechte Noten hier nach Hause bringst, dann kriegst du ja nie einen Job. Was soll nur aus dir werden? Und du fragst dich dann, ob du dumm bist. Oder KlassenkameradInnen fangen an, über dein Aussehen sich lustig zu machen. Oder über dein Gewicht. Und irgendwann fühlst du dich nicht mehr hübsch. Irgendwann fühlst du dich nicht mehr schön und zweifelst an dir selbst. Wo ist dann dieser selbstbewusster, sich selbstliebender Mensch hin? Plötzlich hast du die Glaubenssätze, ich bin dumm und ich bin hässlich. Und irgendwann, wenn du erwachsen bist,
eine Essstörung hast und vielleicht auch schon deine dritte Depression, verstehst du irgendwann, dass du dich all die Jahre nur selbst gefoltert hast, weil du eigentlich nur geliebt werden wolltest. Als wir kamen, waren wir ganz. Und durch unser soziales Umfeld haben wir Teile von uns abgespaltet, Eigenschaften, Aspekte von uns verleugnet und sie für nicht gut befunden, weil es andere uns gesagt haben. Und jetzt geht es darum, diese Teile wieder zusammen zu pflücken und wieder sein wahres Sein ganz zu machen mit all den Aspekten, die wir jahrelang verleugnet haben und wieder mit uns in Frieden zu kommen, wieder ein Gleichgewicht zu finden. Also Ziel der Schattenarbeit ist es, unbewusste Muster zu erkennen, sich bewusst zu machen, welche Programme du in deinem Leben fährst anhand deiner Vergangenheit, deiner Kindheit. Deine Schatten, die zwar schmerzhaft sind, aber nehme sie als einen Freund, als ein Tool, das dir bloß aufzeigt, dass eine Wunde in dir ist, dass du eine Eigenschaft von dir abgesplittet hast. Dafür sind die Schatten da, um dich wieder ganz zu machen und auf deinen Weg zu führen. Also sehe sie als Hilfe, als deinen Kompass und nicht als deinen Feind. Denn nur die Schatten bringen uns in unserer Entwicklung weiter. Wenn es dir nur gut gehen würde, würdest du auch dein Leben hardcore chillen. Warum sich weiterentwickeln, wenn es dir gut geht? In der Dunkelheit sehen wir nämlich unsere Samen, aus denen etwas Wundervolles entstehen kann. Deswegen folge nicht stur dem Licht, nur Liebe, 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 Helligkeit. Denn der Schatten gehört auch zu dir. Und der Schatten ist gut, dass er da ist. Und der ist ein Teil von uns. Und wir sollten uns mit ihm anfreunden und auch eine bessere Beziehung wieder zur Dunkelheit führen. Es geht darum, Licht und Schatten in den Einklang zu bringen, deine Mitte zu finden und nicht nur dem Schatten hinterher zu rennen oder nur dem Licht. Denn beides davon ist nicht gesund. Wir leben in einem Planeten, in dem es Dualitäten gibt. Wichtig ist deshalb, die Mitte zu finden. Und was wäre dieses Video ohne praktische Tipps gleich zum Mitarbeiten? Also hol dir einen Zettel und Stift und notiere dir jetzt, was du tun kannst, um mit deinen Schatten wirklich aktiv zu arbeiten. Ich persönlich habe, als ich mit dem Ganzen angefangen habe, als es mir sehr schlecht ging, habe ich mir das Buch Das innere Kind in dir muss Heimat finden gekauft und meine ganze Kindheit, Vergangenheit einmal aufgerollt, welche Glaubenssysteme ich mir über die Jahre aufgebaut habe und welches Verhalten ich die ganze Zeit wiederhole. Die nächste Möglichkeit ist, nutze einfach dein Umfeld. Denn es gibt ein Gesetz hier auf Erden und das heißt, so wie im Innen, so auch außen. Deine äußere Außenwelt ist nur das Spiegelbild von dir innen drin. Also, jeder Mensch, der dir in deinem Leben begegnet, ob positiv oder negativ, sagt etwas über dich selbst aus. Von dem kannst du etwas über dich selbst lernen. Denn der kommt nicht ohne Grund in dein Leben. Mit dem hast du keinen Kontakt einfach so, sondern daraus kann man immer was mitnehmen. Wenn dich also jemand triggert, verfluche ihn nicht, sondern guck dir an, was du von diesen Menschen lernen kannst. Warum triggert er dich? Setz dich hin, nimm dir einen Zettel und einen Stift und schreibe dir Eigenschaft von derjenigen Person auf, die dich triggert. Welche Eigenschaft du von dieser Person ablehnst. Pisst es dich an, dass die Person geizig ist oder faul ist oder egoistisch? Schreibe die Eigenschaft auf, die dich richtig zum Rasen bringt. Dann guck dich selber an und frage dich selbst, welches Verhalten habe ich zu dieser Eigenschaft? Zum Beispiel nervt es mich, dass er so egoistisch auf sein Geld guckt? Dann frage ich mich, wie habe ich denn mein Verhalten zu Geld? Empfinde ich bei Geld einen Mangel? Habe ich das auch das Gefühl, ich kriege nicht genug? Und triggert es mich deshalb, weil ich irgendwie auch geizig bin, aber es mir nicht eingestehen möchte? Oder ich finde, diejenige Person ist super faul und ich bin halt nur am Hasseln. Und dann kannst du dich fragen, erlaube ich mir nicht auch mal zu chillen, faul zu sein, nichts zu machen? Vielleicht kommst du aus einem Haushalt, der eben sehr leistungsorientiert war, wo immer nur schaffe, schaffe, schaffe das Motto war. Dann ist es mir klar, dass dich dann faule Menschen triggern, weil du dir auch wünschst, einen Gang zurückzuschalten. Weil es nicht darum geht, super heftig viel zu machen oder stinkend faul zu sein, sondern die Balance zu finden. Es geht wie in allem immer um die Balance. Ja, und so findest du Schritt für Schritt raus, warum dich die Menschen triggern und was du tun kannst. Und wenn du dir bewusst geworden bist, was dich an den Menschen triggert, dann kannst du anfangen, deine Glaubenssätze umzuformulieren. Oder wenn dir das zu oberflächlich ist und du tiefer gehen möchtest, wirklich an dem Ursprung zu arbeiten. Zum Beispiel, wir benutzen schamanische Techniken. Oder ob du zum Psychologen gehst und mit dem diese Thematiken aufarbeitest. Finde dein Tool, was dir hilft, um mit dir in Frieden zu kommen. Egal, welcher Glaube, welche Religion oder sonst was es ist. Weil im Endeffekt wollen wir doch alle nur dasselbe. Und zwar in den Frieden mit uns selbst zu kommen. Und ob ich jetzt da den Schamanismus
für mein Tool gefunden habe, die Techniken, oder du eher auf der wissenschaftlichen Seite bist und dir einen Psychologen holst, jedem das Seine. Und als letzten Tipp, nicht zu vergessen, bringe dein Herz und dein Gehirn in Kohärenz. Meditiere. Geh in deine Innerwelt, schau nach innen, fang an zu meditieren. Das ist so heilsam. Es ist eine Übung, wie du täglich mehr und mehr in den Frieden kommst. Wenn du in diesem Nichts schwebst, in diesem Universum von Leere und Frieden, dann kannst du das auch leichter auf dein Leben übertragen. Deswegen Meditation, Freunde, und Herz-Gehirn-Verbindung. Ich habe dazu auch ein Video gemacht. Schau dir das gerne nochmal an. Ansonsten hoffe ich, ich konnte dir Schattenarbeit erklären und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und freue mich ganz doll, dich im nächsten Video wiederzusehen. Mach's gut. Bye, bye.